So, das sieht, glaube ich, lauffähig aus. Der erste Versuch war nicht so erfolgreich. Das ist Top Fighter 2000 MK8. Ihr seht. Mit ganz realistischen Sachen. Und das soll tatsächlich Michael Jordan gegen Muhammad Ali sein. Weil darauf habt ihr immer schon gehofft. Ihr seht, das ist Jordan. Und das ist Ali. Ja. Und es ist es wirklich. Es hört sich auch überhaupt nicht an wie Street Fighter. Überhaupt nicht. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wen haben wir denn alles, ne? Da ist Jordan. Gies. Den ich nicht ganz zuordnen kann. Ryu, natürlich. Goku, ist klar. Kyo. Cycle, also Cyclops. Ali, natürlich. Und Ryu. Und in guter alter Shaq-Fu-Tradition nehmen wir natürlich Jordan. Ja, und es ist Bootleg. Es ist keine Verkaufsvariante. Gut, wahrscheinlich in China haben sie das Ding doch verkloppt, aber... Aber er kann auch einen Hadoken. Okay. Jeez ist Jeez Howard aus Fatal Fury und King of Fighters. Danke. Dafür haben wir den Hirato Gym Lord. Also eigentlich muss man sagen, ist das vom Setting natürlich etwas, das kann man gerade bei Mugen oder sowas erwarten. Achtung, oder lustige Anspielungen jetzt bei Smash Brothers. So, komm. Aber es sieht gar nicht schlecht aus, ne? Ja, final round. So, jetzt geht er aber ab hier. Boah. Voll Hadoken. Apro SNK-Charakter. Natürlich kenne ich Ryu. Ha! Rivals of Aether? Mario, Kirby, Goku und Kyoko? Okay. So. Natürlich Ali. Und Ali tritt an gegen Cyclops. Natürlich. Völlig realistisch. Völlig realistisch. Komm. Ist schon eigenwillig. Aber es sieht gar nicht schlecht aus, das ist das Erschreckende.
Es ist also wirklich total zusammengehackt. Irgendwie Sportler bringen mir kein Glück. Soll ich mal Goku nehmen? Gegen Yodan natürlich. Und Goku hat keine Chance. Doch, hat er. Ihr seht, Michael R. Jordan hat sogar Special Moves. Wow, der gewinnt sogar. Möchte trotzdem wissen, wo sie die Grafiken und die Sounds und sowas alles geklaut haben. Na komm. Und. Yes. Gegen Ryo, natürlich. Goku gegen Ryo. Wann kommt eigentlich Son Goku bei Smash Brothers? Hört sich eigentlich so an wie ein Theme aus Power Rangers. Fällt mir gerade so auf im Hintergrund. Wurde das vielleicht da aus dem Super Nintendo Game gerippt? So, komm. Den Kampf machen wir jetzt noch. Weil den werde ich ja wahrscheinlich eh verlieren. Ja, ist aber für ein Bootleg-Game ist das ganz putzig. Und ich dachte mir, wenn wir schon mal im Sega Mega Drive sind, dann machen wir das doch auch. Komm. Endscreen. Ja, das war Top Fighter 2000 MK8. Natürlich. Und nochmal das super Intro.
Ali gegen Jodan. Pflicht. So. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Vielen Dank fürs Zusehen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.